Während Lina weiterübt, steht für die Welpen und ihre Eltern ein Klassenausflug an. Und, wo geht's hin? Heute gehen wir Minigolf spielen. Allerdings seid ihr heute nicht dran, sondern eure Welpen. Das nennt sich Doggy-Golf. Deswegen sind wir heute zu Gast bei Steffi und Thorsten. Ihr erklärt uns heute, was das hier alles ist und wie das funktioniert. Genau, richtig. Das haben wir vor, weil das ist eine ganz neue Hundesportart, das Doggy-Golf. Es geht im Prinzip darum, dass wie beim Minigolf der Ball in ein Loch hinein muss. Nur soll das eben der Hund mit der Nase machen und nicht wir mit dem Schläger. Also wenn ihr Lust habt, dann kann ich euch das gerne mal zeigen. Sehr gerne. Er hat auch, glaube ich, Lust hier. Okay, Kalle. Jetzt alle ganz genau aufpassen. Ja, jawohl, schiebe. Schiebe, weiter, schiebe, schiebe. Jawohl, Touch. Gut, sehr gemacht. Gut. Super. Dann sind sie ja jetzt unsere Welpen dran. Die fangen natürlich ganz von vorne an. Los geht's. Na dann, mal ran an die Bälle. Ob alle Schüler und ihre Eltern heute die Platzreife erhalten? Der Anfang ist, dass der Hund lernt, mit der Schnauze, also mit der Nase, den Ball zu berühren. Ich werde es jetzt einmal mit Mus zeigen. Jetzt hier beim ersten Schritt geht es ja darum, dass die Welpen den Ball mit der Nase anstupsen. Das ähnelt unserem Handtouch und das haben wir ja schon gemacht. Und das bringt uns jetzt hier ein paar Vorteile. Jawohl, gut gemacht. Dann wechseln wir auch mal die Hand. Jawohl, das ist ja klasse. Ja, super. Wenn die Pfote mit beißt, ist kein Problem. Also es gibt da keine Regel, außer sie dürfen es nicht ins Maul nehmen. Da müssen wir gleich aufpassen, dass wir das nicht mitbelohnen. Es ist aber auch erlaubt, mit den Pfoten den Ball zu treiben. Sehr Dann gerne. Können wir das jetzt mal alle üben. Dann schnappt euch mal euren Ball und los geht's. Bis hierhin schon mal kein Problem. Jawohl. Nur Toffi verweigert die Mitarbeit. Wenn gar nichts geht, kannst du das einmal hinter den Rücken. Ne? Dann kommt es überraschend dahin und dann hast du noch mal mehr Fokus auf das Teil. Ob Toffi überhaupt weiß, was zu tun ist? Ja, das will ich mal. Ja. Super, genau. Fein. Und was macht Eddie? Ja. Hat er den schon mal auf den Boden gelegt? Ja. Der liebt Bälle und wir haben zu Hause auch so einen kleinen Tischtennisball und dann spielt er damit auch immer schon gut, kann den auch sogar schon zu uns bringen. Glatte 1 für Eddie. Dadurch, dass die Welpen ja schon den Handtouch kennen, ging das ja jetzt schon erstaunlich gut und schnell vor allen Dingen. Was wäre denn der nächste Schritt? Genau, ich war auch begeistert, wie schnell das ging. Der nächste Schritt wäre, dass wir ein Objekt nehmen, entweder so eine Rolle oder auch hier einen Blumentopf. Mhm. Und da ein Leckerchen drin platzieren und den Ball da drauflegen. Und wir wollen eigentlich später erreichen, dass der Hund ein bisschen fester schiebt. Also hier ist mehr Widerstand. Genau, richtig. Ja. Und dann eben im Idealfall den Ball hier runterholt und sich den Keks dann dafür. Belohnt sich selber. Genau, belohnt sich quasi selber. Sich selbst belohnen? Klingt nach Carlos Lieblingsfach. Ja, fein. Sehr gut. Fein. Wie klappt's bei Coco? Ja, super. Die hat ihre eigene Technik, ne? Also am Anfang ist es völlig okay, dass sie auch die Pfoten benutzen. Aber wir wollen natürlich eigentlich eher die Nase haben, weil da kommt man einfach besser vorwärts. Für Spürnase Coco kein Problem. Und auch die anderen geben sich alle Mühe. Such! Ja, super! Such! Ja, fein! Ich würde aber gar nicht Such sagen, weil Such wäre ja in dem Fall das falsche Kommando. Er soll ja nicht suchen, er soll ja stupsen. Dann sag vielleicht schon Stups und Stups. Eddie hat längst kapiert, wie der Ball rollt. Ja, fein. Sehr gut. So, stupsen können wir jetzt. Wie geht's weiter? Ja, im Prinzip geht's so weiter, dass wir den Hunden jetzt erklären, was das Ziel ist. Und sie sollen den Ball mit der Nase eben jetzt stupsend in das Ziel befördern. Ich hätte nicht erwartet, dass wir jetzt heute schon so weit gehen können. Aber die Welpen machen gut mit, wirken auch auf mich noch nicht überlastet. Das ist ja auch alles sehr ruhig, was wir hier machen. Und dass wir jetzt heute schon hier ein paar Bälle einlochen können, Wahnsinn. So, Coco hat das auch schon richtig gut gemacht. Wollt ihr es mal probieren? Dann kommt mal rüber. Wir haben auch einen kleinen Ball und sie bringt ihn halt gerne zurück, klar, halt Labrador Retriever. Deswegen, ja, schauen wir mal, ob sie versteht, den Ball nach vorne zu bringen und nicht zu uns zurückzutragen. So, los geht's. Jawohl! Super! Klasse! Klasse! Sehr schön! Prima gemacht, Coco. Mal sehen, wie sich Emma auf der Golfbahn schlägt.
Jawohl, jawohl. Ja, gut. Ja. Oh. Jetzt schaffst du es. Ja! Yeah. Bühne frei für Chihuahua Eddie. Na, schon eine Idee, wo der Ball hin soll? Jawohl. Sehr schön. Sehr gut. Der kriegt den Ball super ins Loch. Das hat ihm richtig Spaß gemacht. Ja. Ganz, ganz großartige Sportart. Und ich hätte ja nicht gedacht, dass wir mit den Welpen auch schon so viel machen können. Ja, das dachte ich tatsächlich auch nicht. Ich bin begeistert von den Welpen. Haben gut mitgemacht. Auf jeden Fall. Doch für Carlos ist der Tag noch nicht zu Ende. Der Klassenlehrer ist schon auf dem Weg für eine Extrastunde. Zu Hause hat die französische Bulldogge ihren ganz eigenen Kopf. Hallo Flo. Hallo. Grüß dich. Alles gut? Wer kommt denn da? Ich muss direkt begrüßen. Hey, Carlos. Komm her. Genau, bring mal direkt zurück. Decke. Generell begrenzen auf diesem Körbchen. Hast schon trainiert, funktioniert. Ja, klappt super. Sobald Besuch kommt, dann rastet der komplett aus. Sieht so aus. Gerade bei so Welpen wie Carlos gehe ich stark davon aus, dass der ganz viel Erfolg hat, weil die meisten Besucher werden wahrscheinlich gar nicht dich begrüßen, sondern wenn er kommt, zuerst ihn. Genau. Und das macht die Sache halt so schwer. Da sollte man vorher immer die Leute briefen und sagen, haltet euch etwas zurück, gerade bei der Begrüßungssituation. Später kann man das dann nachholen, aber dann ist der Welpe auch wesentlich entspannter. So, bevor wir jetzt gleich nochmal diese Besuchersituation trainieren, würde ich mal gerne überprüfen, wie gut ist diese Grenze ja schon akzeptiert. Mhm. Ja, er macht ja alles richtig, wenn er da in seinem Körbchen ist. Ja. So, aber wenn hier einfach irgendwie plötzlich was passiert, zum Beispiel das. Gemein. Und dann direkt vor der Nase. Hey. Meistens passiert dann genau das. Dafür ist die Leine. Nimm einfach die Leine. Und führ ihn zurück. Und führ ihn so zurück, dass er wieder reingeht. So, und wenn er das gut macht und bleibt da und ist vielleicht auch ruhig, also das Fiepen würde ich nicht zwingend nochmal mit Futter belohnen, ne? Dann könnten wir belohnen, zum Beispiel jetzt. Ja? Nein. Das ist super. Hast du. Ja, jetzt können wir es direkt mal üben. So, da haben wir einen Besuch eingeladen. Alles klar. War nur die Post. Ja, sehr gut. Aber er ist da geblieben, auch wenn er sich noch ein bisschen aufregt. Ich gehe jetzt noch mal raus, klingel. Wir machen noch mal so eine ganz normale Besuchersituation in der Hoffnung, dass er drin bleibt. Schönen guten Tag. Guck mal, jetzt kratzt er sich. Mhm. Jetzt hat er nämlich gerade zwei Informationen in seinem Gehirn. Ja? Das eine ist, ich muss da hin. Ja? Da ist jemand und da passiert was. Und das andere ist, aber ich darf ja nicht. Naja, versuchen kann man es ja trotzdem mal. Hey, da müsstest du jetzt noch mal aktiv werden. Guck mal, dass du nicht mit der Hand, dazu neigen wir irgendwie, ja? Dass wir immer sagen, hey, geh wieder dahin. Ja? Ja. Also ich verstehe das, was du meinst, aber Carlos nicht zwingt. Ne? Und du machst damit eher deine Körpersprache so ein bisschen kaputt in dem Moment. Geh hier hin, hey. Mhm. Hier ist es wichtig, die Korrektur auch durchzusetzen. Also ruhig mal 2-3 Sekunden mehr Zeit nehmen und darauf achten, ist es angekommen bei meinem Hund? Das spart mir eine ganze Menge an Wiederholungen. So, guten Tag. Genau, da haben wir ja das Gefiepe. Ja, es fällt ihm schwer, ne? Aber er bleibt da. Ich setze mich jetzt auch mal hier hin auf die Ecke. Das ist immer noch mal so ein gefährlicher Moment, weil das wie so eine einladende Körpersprache ist, ne? Dass die gerne mal begrüßen wollen. So, jetzt geh noch mal hin und belohne ihn. So, und jetzt geben wir ihm Zeit, sich zu beruhigen. Ach so, hinlegen. Das findet Carlos doch nicht so schlecht. Das ist genau, was wir haben wollen. Ich nehme von heute mit, dass ich ganz klar ihm Grenzen setzen muss und auch dem Besuch halt ganz klar sagen muss, wie er zu reagieren hat, damit die Situation sich erstmal entspannt. Und ich bin da sehr, sehr guter Dinge, dass es auf jeden Fall klappt. Super Moment, um das Training zu beenden für heute. Du kannst jetzt mit ihm spielen. Ich bin weg. Wir sehen uns im Loft. Ich danke dir. Ciao.